Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch eine Alternative zur Auslieferung einer PyScript-App mit Flask, und zwar einfach mit Docker und einem Webserver. Wir nehmen in diesem Fall Nginx, das ist ein High-Performance-Webserver, der auch gerne als Reverse-Proxy verwendet wird. Wen Docker oder Nginx im Detail interessiert, ich habe dazu auch schon zwei Videos auf meinem Kanal, Links findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten würde ich euch das jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert, also in der Ausführung, ohne zu tief in die technischen Details zu gehen. Zunächst mal brauchen wir hier ein Docker-File. Das erstellen wir, indem wir einfach ein neues File erzeugen. Und dann brauchen wir ein Base-Image erstmal und das kriegen wir from Nginx, Doppelpunkt Alpine. Und dieses Image werden wir dann verwenden, um eben den Webserver zu starten. Das heißt, das laden wir runter und dann müssen wir unsere Files in dieses Image hier reinkopieren. Das können wir machen, indem wir sagen copy, Punkt. Damit kopieren wir alle Files hier auf dem Pfad, also die index.html und die script.py. Und die müssen wir an einen speziellen Ort eben kopieren. Und das ist der Ort, wo Nginx standardmäßig statische HTMLs ausliefert. Und das ist usr share nginx/html. So, dort werden dann die Sachen hinkopiert. Und dann müssen wir hier noch ein cmd konfigurieren, wie dann eben der Container gestartet werden soll. Das geht über cmd, eckigen Klammern und dann nginx, minus g, daemon of. Ganz wichtig, dann Semikolon und damit können wir jetzt dann das Image bauen. Dafür dann in ein Terminal gehen und über docker build minus t den Namen von unserer App, wir nennen die einfach mal PyScript App und dann außerdem hier auch den Punkt. Punkt heißt einfach nur, dass docker build das docker File in dem aktuellen Pfad erwartet. So, jetzt wird das Ganze runtergeladen, dauert jetzt ein bisschen, ging relativ schnell. Und damit können wir jetzt dann unseren Container hochfahren. Und das geht über docker run minus it minus p, das ist der Port. Den wollen wir von 80, also Port 80 von dem Container auf localhost bei uns mappen, also ebenfalls Port 80. Und dann noch den Namen, das ist dann PyScript App. So. Und wenn wir jetzt auf localhost gehen, dann sehen wir, dass wir jetzt hier unsere App im Browser sehen können. Und dieses Image könnten wir zum Beispiel auf Docker Hub deployen und andere Leute könnten sich das dann wieder runterladen und selbst bei sich zum Laufen bringen. Also das ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, eben so einen PyScript-Service zum Laufen zu bringen. So, das wär's auch schon. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer gerne liken und abonnieren. Wir sehen uns. Bis dann.